Hallo Red Pills, herzlich willkommen zum ersten Video von Entrepreneurship for Engineers. Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Auf diese Erkenntnis ist Heraklit schon vor etwa 2500 Jahren gekommen. Erst im Rückblick erkennt man, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, in die Zukunft zu sehen, denn nur wer sich die Zukunft ausmalt, kann diese auch mitgestalten. Aus diesem Grund ist der Titel des ersten Videos Transformation and Future Challenges for Engineers. Für dieses und die folgenden Videos habe ich für euch zwei junge Techniker interviewt. Markus ist Fachexperte bei der Siemens im Bereich der Mehrkörpersimulation und Tristan ist Gruppenleiter in der Partikelmesstechnik bei AVL. Zusätzlich befrage ich noch drei erfahrene Ingenieure. Ronald ist Executive Director in der R&D bei Anton Paar. Oskar ist CEO bei der Firma Devetron und Harald ist Geschäftsführer der Ninefab-Gruppe. Als erstes habe ich unsere Interviewpartner gefragt, welchen Mehrwert Techniker in die Gesellschaft einbringen. Also wenn man sich anschaut, Techniker sind eigentlich diejenigen, die Möglichkeiten schaffen. Sie schaffen komplett neue Möglichkeiten, sie lösen anstehende Probleme. Was immer dann damit gemacht wird, was dann Technologie geschaffen wird, aber sie schaffen diese Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist der wesentlichste Beitrag, den ein Techniker zur Gesellschaft eigentlich hat. Die Techniker haben folgenden Vorteil für die Gesellschaft. Wie gesagt, sie können einfach technische Entwicklungen einschätzen, sie können aber auch die Auswirkungen der technischen Entwicklungen einschätzen auf die gesellschaftlichen Entwicklungen einerseits, als auch in weiterer Folge auf Effizienzpotenziale und was das auch bedeutet für einen Unternehmensstandort, für die Standardsicherung, als auch letztendlich, was das bedeutet eigentlich für die, wie soll man sagen, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsplatzbeschaffenheit. Aus meiner Sicht sind die Techniker eher ein Schattendasein in der Gesellschaft. Im Vergleich zu Ärzte, Anwälte stellen immer sehr im Vordergrund. Die meisten Menschen merken gar nicht, dass hinter jedem System, das sie im Leben benutzen, ein Techniker steht. Wenn sie mit dem Auto fahren, wenn du mit dem Rad fährst, wenn du Computer benutzt, alles ist von Technikern gemacht. Also die Anerkennung ist nicht so offensichtlich, außer man kommt die Leute in Diskussion und dann ihnen erklärt, was man beruflich macht, dann kommt, sage ich mal, kleine Anerkennungen, dass man schon was Tolles macht, obwohl die meisten Leute jetzt gar nicht verstehen, was man eigentlich wirklich im Berufsleben so absolviert. Wenn wir von Veränderungen in den letzten 10 bis 20 Jahren sprechen, dann kommen wir an ein Thema nicht vorbei. Das ist die Digitalisierung bzw. die digitale Revolution. Diese fußt hauptsächlich auf immer leistungsfähigeren Computerchips und eine rasante Zunahme der Speicherkapazität. Das ist der Impulsgeber dieser globalen Veränderung, der sich auf alle Industriebereiche auswirkt. Wie sich diese Veränderungen in den letzten Jahren für unsere drei Führungskräfte ausgewirkt haben, hört ihr jetzt. In den letzten 10 Jahren denke ich, dass wir in der Technik einerseits ähnliche Änderungen wahrgenommen haben, die für alle Menschen gelten. Das sind also die Stichworte Geschwindigkeit, Parallelisierung, Vernetzung, dass sozusagen das Denken in Gleichzeitigkeit, in Foren, in Blogs anstelle von sequentiellen E-Mails, das nicht mehr unterscheiden zwischen Online-Sein und Offline-Sein, das geringere, sagen wir, Ausmaß an Ausdrucken von Papier, mit denen ich arbeite, sondern online wirklich mit dem IT-Gerät die nächsten Schritte gehen. Und zum anderen, wirklich eingeschränkt auf die Technik, ist es sicherlich so, dass wir ein viel höheres Maß an Simulation heute durchführen, auch integrierte Simulation, wo sie unterschiedliche elektrische, mechanische, thermische Simulationen kombinieren. Und ich denke, dass wir unabhängig von der Simulation generell mehr Systemdenken in der Technik anwenden, die gesamte Komplexität auf einmal betrachten, weil dadurch natürlich ein noch besseres, sagen wir, Optimum passieren kann, als wenn ich die einzelnen Themen getrennt ansehe. System Engineering ist da das Stichwort. Oder wenn Sie auch an toolgestützte Methoden denken, dann ist das Model-Based Systems Engineering. Ich habe eine sehr heterogene Vergangenheit. Ich habe eigentlich mein Berufsleben angefangen zu Zeiten, wo die Automatisierungstechnik eigentlich hochgekommen ist.
Automatisierungstechnik hat man früher Computer Integrated Manufacturing genannt. Ja, das ist Computer Integrated Manufacturing, nennt man heute Industrie 3.0. Das, es gab damals eigentlich sehr, sehr, wie soll man sagen, große Hoffnungen in Industrie 3.0. Man hat aber dann eigentlich, kann man sagen, so circa 30% davon umgesetzt. Diese 30% haben aber das Leben in der Industrie maßgeblich geprägt. Dann bin ich von dort aus in die Umwelttechnik. Ich habe den produktbezogenen Umweltschutz aufgebaut für Sony Europa. Das war eigentlich ein komplett neues Thema, was durch die gesellschaftlichen Herausforderungen in Richtung Umweltschutz geprägt worden sind und ins Leben gerufen worden sind. Auch das war eigentlich ein fundamental neuer Ansatzpunkt, der eigentlich dann sehr rasch um sich gegriffen hatte. Also das war eigentlich innerhalb von 1,5 Jahren mussten wir bei Sony mehr oder weniger wettbewerbsfähig sein in der Hinsicht. Dann kam die Telekommunikation. Ich habe bei Maxmobil war ich sozusagen unter den Leuten der ersten Stunde, um hier einen Telekom-Betreiber aufzubauen, den ersten privaten, der dann durch eigentlich die Möglichkeiten, die damals SMS geboten haben, und man kann sagen, in einem der ersten Meetings damals hat der Technikchef noch gesagt, so ein SMS-Center brauchen wir auch, weil das hat jeder, obwohl diese kranke Applikation keiner verwenden wird, nur als kleines Promo am Rande. Und was eigentlich dadurch dann erst ermöglicht wurde, das kann man erst jetzt ermessen, eigentlich auch in Richtung von Industrie 4.0. Weil persönlich habe ich mich sehr stark von der Entwicklung ins Management entwickelt. Da verändert sich auch viel, weil die Aufgaben einfach ganz andere wären. Aber wenn ich mir das technische Umfeld anschaue, Komplexitätssteigerung, ganz dramatisch, vor allem getrieben durch Software. Software in allen Bereichen. Es gibt nahezu keinen Bereich mehr, der durch Software komplett erneuert oder umgestaltet wurde. Momentan erleben wir gerade, wie das in der Elektronik und in der Mikroelektronik sich sehr, sehr schnell ändert. Was früher in Hardware und in Hardware-Schaltungen gemacht wurde, erledigt heute der DSP, verändert komplett die Möglichkeiten, die man mit Mikroelektronik hat. Und ich glaube, die größte Veränderung ist, ich beobachte es auch, wie findet man Zugang zur Technik oder was ist Technik überhaupt? Oder Technik verständlich zu machen, wird zunehmend schwieriger. Weil ich konnte noch Geräte zerlegen, reinschauen und verstehen, was da drinnen passiert. Wie machen wir das heute mit einem Handy? Ja, was will man zerlegen? Was will man verstehen? Man muss ganz andere Methoden finden, um das Wissen oder das Verstehen über Technologie eigentlich zu vermitteln. Wie bringt man ein Kind bei, wie ein Handy funktioniert? Beim Plattenspieler war das noch ganz einfach. Sogar Wählscheibentelefon hat man zerlegen können und reinschauen können und verstehen. Das ist sicherlich eine ganz große Herausforderung und eine große Schwierigkeit. Sowohl die Komplexität als auch die technischen Möglichkeiten nehmen zu. Überlagert wird diese Entwicklung von einer ständigen Beschleunigung der Produktentwicklungsprozesse. In immer kürzerer Zeit sollen neue Produkte entwickelt werden, wofür immer mehr Simulationssoftware eingesetzt wird. Ein weiterer Punkt ist die zunehmende Parallelisierung der Entwicklungsprozesse. Man spricht hier von Simultaneous Engineering anstatt der traditionell seriellen Projektabläufe. Wie werden sich in Zukunft diese Prozesse entwickeln? Was steht uns noch bevor? Die Antworten hört ihr jetzt. Wenn jemand weiß oder sagt, dass er weiß, was in den nächsten vielleicht 10 Jahren tatsächlich passieren wird, dann wünsche ich ihm viel Glück, weil ich nicht glaube, dass wir das wissen können. Natürlich hat jeder von uns eine Vorstellung, wie die Trends, die wir schon kennen, da kann man jetzt von Schnelligkeit, von Vernetzung und diesen Dingen reden, wie diese Trends sich fortsetzen. Aber es ist äußerst schwierig, wirklich zu ahnen, was es an neuen Themen geben wird in der Zukunft. Das ist vielleicht sogar eine Definitionssache, weil sonst wären sie ja nicht neu. Also ich bin ja 53 Jahre alt in der Zwischenzeit und habe eigentlich im Wesentlichen angefangen zu arbeiten in einer Welt, wo die Telekommunikation gerade um sich gegriffen hat und die ganze, wie soll man sagen, Automatisierung durch Softwareprogramme. In der Zwischenzeit kann man sagen, dass eigentlich die Entwicklungsgeschwindigkeit der Technologien dramatisch erhöht hat. Insofern bringen die Techniker eigentlich auch hier einen wesentlichen Beitrag ein, um einfach im Prinzip eigentlich hier mithalten zu können. Wenn ich mir anschaue, heutzutage geht es eigentlich einerseits sehr stark in die Richtung gehen, wie können wir wettbewerbsfähig sein durch
Technologien gegenüber von, wie soll man sagen, entwicklungsgetriebenen Ländern wie China und Indien. Und da ist es eigentlich ein wesentlicher Part, eigentlich im Prinzip durch Technologien die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Also was man sieht, und ich aus der eigenen Erfahrung heraus sehe ich eine starke Beschleunigung bei all diesen Themen. Also global, es wird immer globaler und man glaubt es nicht, aber es geht noch globaler. Vor allem viele Bereiche, die nicht global waren, wie zum Beispiel Energieversorgung vor 10 oder vor 15 oder vor 20 Jahren, war ein rein lokales Thema, ist es heute nicht mehr. Heute ist ein europäisches und wahrscheinlich wird es in 20 oder in 15 Jahren ein globales Thema sein, wie man Energieversorgung managt und wie man Energieverteilung vor allem auch gestaltet. Und es wird vor allem auch immer interdisziplinärer. Also auf der einen Seite gibt es ja immer mehr Wissen und auf der anderen Seite ist man herausgefordert, eigentlich weit über seinen Tellerrand rauszuschauen. Also egal, ob es jetzt Maschinenbau ist, in die Elektronik rein, mit Informatik muss sich sowieso mittlerweile jeder beschäftigen. Also diese Abtrennung gibt es sowieso nicht mehr. Und von der Seite her glaube ich, dass es immer wichtiger ist, sich sehr schnell mit neuen Informationen, mit neuen Wissen auseinandersetzen zu können und sehr, sehr schnell in die Umsetzung zu gehen. Und das beschleunigt sich eigentlich dramatisch. Die Kernkompetenz eines Technikers sollte es sein, komplexe Problemstellungen zu abstrahieren, zu lösen, damit man diese zu einem verwertbaren Produkt umsetzen kann. In der letzten Frage des heutigen Videos geht es um die Fähigkeit, die man zusätzlich zu den Fachkompetenzen mitbringen sollte. Ich bin mir sicher, die Antworten werden euch überraschen. Viel Spaß dabei! Soziale Kompetenz. Es ist eigentlich das, wo wir auch als Unternehmen oder in der Industrie am meisten Herausforderungen in der Schulung haben. Also die Themen sind nicht, dass wir Fachausbildung machen müssen oder Leuten beibringen müssen, wie man ein Projekt gestaltet. Das wird heute wunderbar gelehrt an allen verschiedenen Ebenen, von der HTL über die FH bis zur Uni. Fachlich sowieso immer exzellent gewesen in Österreich. Die größte Herausforderung ist eigentlich, die soziale Kompetenz nachzuholen, gerade bei den technischen Berufen. Und da hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, weil eine Firma, woraus besteht ein Unternehmen eigentlich? Wenn man sich das anschaut, ist Kommunikation und Entscheidungen. Und wenn man nicht gewohnt ist, einen Diskurs zu führen, wenn man nicht gewohnt ist, ein konstruktives Kritikgespräch zu führen, wenn man es nicht gewohnt ist, eine Diskussion effizient und effektiv zu Ende zu bringen, tut man sich im Berufsleben sehr schwer. Und egal wie groß ein Unternehmen ist, man arbeitet immer in Teams und Gruppen. Und spätestens mit Kunden muss man mit vielen Rahmenbedingungen, Regeln und Kulturrahmen diskutieren können. Und dafür braucht man viel soziale Kompetenz, man braucht Übung, man kann das auch lernen. Man muss vor allem das Bewusstsein haben, dass das wichtig ist und dass das mindestens genauso wichtig ist wie die Fachkompetenz. Es gibt dieses überstrapazierte Wort Teamfähigkeit, das man in jeder Bewerbung liest. Aber so falsch ist es gar nicht. Man, es ist Teamfähigkeit, mit Leuten zu reden. Das heißt, sich nicht zu schämen, Fragen zu stellen. Das ist ganz wichtig. Man sollte vor allem zuhören können. Also es gibt meistens sehr erfahrene Leute in Firmen. Sollte man zuhören, was die einem sagen. Die haben meistens gute Ideen. Und man sollte auch ehrlich sein. Also es kommt öfters im Berufsleben vor, dass man Fehler macht. Das passiert, wir sind Menschen. Man sollte sich eingestehen, dass man irgendwas falsch gemacht hat und das früh genug ehrlich sagen, es wird nicht besser, wenn man es versteckt. Es ist richtig, dass man natürlich Fähigkeiten neben den Fachkenntnissen benötigt. Die richten sich natürlich nach der konkreten Aufgabestellung. Und die Fähigkeiten, die ich daneben benötige, sind ganz in der klassischen Einteilung Fachkompetenz, soziale Kompetenz und Methodenkompetenz. Am wichtigsten, denke ich, ist zu verstehen, dass man in der Industrie praktisch nie alleine arbeitet. Es ist also immer so, wenn Sie Effektivität, Effizienz erhöhen wollen, dann ist es am einfachsten in der Schnittstelle zwischen den Menschen, in der Kommunikation. Das heißt, Teamfähigkeit würde ich als die wichtigste soziale Kompetenz nennen. Es ist vor allem ganz wichtig, Teamfähigkeit und ausgeprägte Kommunikation mitzubringen, weil es ist einfach die Vielfältigkeit, mit der man im Alltag oder im Beruf zu tun hat, es erfordert es einfach interdisziplinär zu arbeiten. Man muss mit anderen Leuten aus anderen Bereichen zusammenarbeiten, die einfach Wissensgebiete abdecken, die man selber nicht abdecken kann. Und
wenn man da Teamfähigkeit und Kommunikation als positive Eigenschaft eben hat bzw. mitbringt, das fördert das Zusammenarbeiten einfach. Ich sehe eigentlich heutzutage die Notwendigkeit, erstens einmal mehr oder weniger ein gewisses gerüttelt Maß an Teamfähigkeit, was man früher nicht so unmittelbar haben musste, mitzubringen, weil einfach alles relativ stark eigentlich im Wesentlichen in Teams mittlerweile abgewickelt wird. Ich sehe als zweite Möglichkeit, die man eigentlich sich als Techniker eröffnen sollte, die Möglichkeit des Projektmanagements. Das wird immer wichtiger, weil einfach sehr viele Entwicklungstätigkeiten in Form von Projekten durchgeführt werden. Die dritte Sache, die man eigentlich als Techniker sich mehr oder weniger anlernen sollte, ist ein gewisses Maß an wirtschaftlicher Grundausbildung, sodass man einfach Investitionsentscheidungen und Auswirkungen seines Tuns gleich auch wirtschaftlich rechtfertigen soll können. Und die vierte Sache ist einfach das ist sehr schwer eigentlich, das in einem Wort auszudrücken, aber das multikulturelle Verständnis. Heutzutage eigentlich wird das Geschäft, ich sehe es bei meiner eigenen Firma, immer internationaler. Und in diesem internationalen Geschäft, auch wenn alle Englisch sprechen, ist es eigentlich sehr, sehr eigentlich hilfreich, wenn man ein bisschen ein Verständnis für die andere Kultur mitbringt, um deren Entscheidungen dann eigentlich auch gut einschätzen zu können. Die tägliche Praxis zeigt, dass oft nicht die Probleme in der Technik liegen, sondern zwischen den Kommunikationsschnittstellen bei den Know-how-Trägern. Kritik so formulieren, dass der andere etwas damit anfangen kann, Diskussionen effizient zu Ende führen und daraus konkrete Handlungen ableiten. Das sind Soft-Skill-Basics, die gleichzusetzen sind mit Physik und Mathe in der Technik. Die Globalisierung tut ihr Übriges, dass die Aufgaben nicht einfacher werden. Zu den menschlichen Barrieren kommen die sprachlichen und kulturellen hinzu. Ein Beispiel. Euer Kunde kommt aus Asien, Teile eures Entwicklungsteams aus Nordamerika und ihr habt die Gesamtprojektverantwortung hier in der Steiermark. Das sind die täglichen Herausforderungen an Ingenieure. Das waren die ersten Eindrücke von Entrepreneurship for Engineers. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal geht es um die Fähigkeiten, die ihr für den Arbeitsalltag braucht und auch die Aufgaben, die euch in der Privatwirtschaft erwarten. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch alles Gute. Euer Mr. Pfister.